ein bisschen veränderte Zaubersprüche zum Beispiel gibt, wo es nochmal ein bisschen andere, ja, Grafik, andere Geschichte gibt. Und vor allen Dingen, was ich ganz toll fand, dass ich das dann auch auf Deutsch hatte, ja. Und das Ganze läuft unter der DOSBox. Und DOSBox bin ich ja sowieso ein ziemlicher Fan von, habe ich ja schon ein paar Mal erzählt. Und ja, würde mich mal interessieren, ob das jemand kennt oder kennenlernen möchte. Habe ehrlich gesagt auch schon die ersten Folgen aufgenommen. Aber bin halt noch am Hadern, weil ja, am besten wäre es so zu machen wie bei UFO, dass man erst alle Folgen im Kasten hat und dann es praktisch online stellt. Weil jetzt hier auch bei Minecraft mir einfach öfters mal auffällt, Mist, heute müsste eigentlich eine neue Folge kommen. Und dann überlege ich, was kannst du jetzt auf die Schnelle mal machen? Und dann will ich halt auch nicht nur langweiliges Abbauen machen, wenn ich dann auf die Schnelle mal eine Folge mache, sondern will dann eigentlich auch eher was zeigen. Dann ist man doch eher unvorbereitet dann auf diese Action-Abenteuer. Zum Beispiel jetzt das letzte in den Nether gehen war auch eher eine kurzfristige Entscheidung, wobei ich dann natürlich auch eine ganze Folge Vorbereitung hatte oder anderthalb und dann erst in den Nether konnte. Und all solche Kleinigkeiten. So, machen wir weiter mit der Hand. Wäre dann aber mehr Aufnahmezeit, da kann ich euch besser voll blubbern. Teuflischer Plan. Ja, was gibt es sonst noch zu erzählen? Ja, ich kriege ja auch ganz oft geschrieben, ja, mach doch mal bitte dieses Spiel oder jenes Spiel. Ich habe verschiedene von diesen Spielen dann auch versucht und angefangen und zum Beispiel sei jetzt eins erwähnt, Honorbound oder wie auch immer man es dann auf Neudeutsch ausspricht. War auch ganz nett. Problem war, dass ich da dann irgendwann gemerkt habe, dass die Aufnahme nicht richtig funktioniert hat und ich dann praktisch nach bestimmt einer guten Stunde spielen, ja, hätte nochmal von vorne anfangen müssen und dachte mir dann, nein, jetzt habe ich keine Lust mehr. Aber ich bin halt wirklich im Augenblick mit Knights and Dragons ziemlich ausgebucht. Die Verabschiedung von meinem Charakter ist ja von dem einen gelaufen. Der wird sich dann jetzt auch, die Aufnahme ist jetzt kurz nach dem Gildenkrieg, er wird sich dann jetzt nach dem Gildenkrieg auch wahrscheinlich endgültig auf die passive Seite verziehen. Und zumindest von meiner Seite aus. Und muss man dann halt jetzt mal weiter gucken. Aber ich denke, zwei Charaktere zum was zeigen lohnt sich ja auch. Und vielleicht komme ich dann auch mal wieder dazu, wenn ich wirklich das Tablet frei räume, dass ich vielleicht einen der Charaktere dann mal aufs Tablet ziehe und dass ich von da aus dann zum Beispiel von meinem Handycharakter vielleicht noch mal wieder was zeige, den ihr ja, glaube ich, auch schon länger nicht mehr richtig so gesehen habt. Der hat sich auch weiterentwickelt. Der ist eigentlich auch jetzt der weiteste von den Charakteren, einfach weil er immer mitkommt, ja, und weil er immer dabei ist und wenn man mal Langeweile hat, geht man kurz rein, macht da mal dies oder da mal dort was und kommt da einfach besser zurecht. Und jetzt auch für den Guild War ist es einfach schön, wenn man unterwegs ist und trotzdem mitkämpfen kann, ja. Ist einfach eine Tatsache. So, jetzt haben wir das da hingeworfen, das wird aber gleich aufgesammelt werden. Irgendwann wird es das nicht mehr können. Oh, da unten kommt sogar Kies. So, ich glaube aber, dass ich jetzt erstmal auch wieder weiter nach oben gehen sollte und dann noch weiter abbauen sollte, weil ich sonst da nicht mehr hochkomme. Tudum, ja, so Abbaufolgen sind schon irgendwie langweilig. Ich habe es auch bei Gronkh immer so ein bisschen, um nochmal zu erwähnen, dass ich gerne seine Let's Plays geschaut habe und deswegen überhaupt mit Let's Plays angefangen habe. Ich habe bei Gronkh das auch immer so ein bisschen gehasst, ja, wo ich mir dann auch gedacht habe, ja, warum cheatest du nicht einfach? Aber es gehört einfach irgendwie dazu, dass man das, ja, sich erarbeitet. Ich weiß nicht, das ist Minecraft. Es würde einfach nicht so viel Spaß machen, wenn man sagen würde, hey, guckt euch das an, das haben wir einfach so mal. Ich weiß, dass er mal einen Leuchtturm gebaut hat, den hat er auch sozusagen ercheatet damals, hat wohl eine Umfrage gemacht und hat dann wohl auch das Ergebnis bekommen, dass jeder damit zufrieden ist. Dann hat er erzählt, es gab dann doch wieder irgendwelche Schluris, die dann der Meinung waren, ja, du bist ja wohl der Cheater und dich abonniere ich sofort ab und ich dachte, bei dir ist alles richtig gebaut. Meine Güte, da kann man sich jetzt aber auch drauf aufregen, ja. Was ich hier oft genug gemacht habe mit auf Leichtstellen, wenn ich lebensbedroht war, ist auch eine Art von Cheaten, ja. Ich habe mir zwar keine Items ercheatet, zumindest in diesem Spiel. Ich hatte ja auch schon mal eine Cheat-Extra-Folge.
Ja. Jetzt habe ich den Faden verloren. Aber ihr wisst, was ich meine. Also, da muss man mal die Kirche im Dorf lassen. Der hat da einfach nur was gebaut gehabt. Vor allen Dingen, Gronkh, falls du das hier irgendwann mal siehst, ja. Ich fand den, wie heißt der, Leuchtturm gar nicht so toll. Der hat halt immer abwechselnd eine weiße Wolle und eine rote Wolle genommen. Was, weiß und rot? Ich glaube schon. Und, ja, das, Entschuldigung, es sah blöd aus. Hätte er zum Beispiel zwei oder drei Schichten weiße Wolle, zwei oder drei Schichten rote Rolle, Wolle genommen, ja, so dass der Turm, der hatte auch dann eine relativ hohe Höhe, hahaha, also eine relativ große Höhe. Und das hätte bestimmt toll ausgesehen, aber ein normaler Leuchtturm, der ist nicht irgendwie mit fünf, sechs oder noch mehr Etagen mit verschiedenen Farben, sondern er hat normalerweise so fünf bis sieben verschiedene Farbdingens dran und dafür halt relativ dick oder wie auch immer oder hoch oder ja, und das hat mich ein bisschen gestört. Er war relativ stolz auf diesen Leuchtturm. Ich fand ihn ungelungen. Der hat sonst immer so schöne Sachen gebaut und diesen Leuchtturm fand ich einfach ungelungen. Aber ich hatte diese Folgen auch dann erst geguckt, als die wohl schon 3-4 Jahre draußen waren. Übertrieben ausgedrückt. Vielleicht auch erst ein Jahr oder zwei. Und dementsprechend wäre es sowieso sinnlos gewesen, ihm einen Kommentar zu lassen, von wegen, ich finde, du hast das nicht so schön gemacht. Überleg doch mal, es so zu machen. Vor allen Dingen hätte er dann wieder alles verändern müssen und wieder, ja, vielleicht sogar cheaten müssen. Und dann hätten sich wieder andere Leute aufgeregt. Und das muss ja dann nicht sein. Falls wir einen Leuchtturm bauen werden und ich ihn nicht da cheaten muss, werden wir es auf jeden Fall so machen, dass wir auch weiß und rote Wolle nehmen, aber dann halt mit mehreren Schichten pro Farbwechsel. So, das wollte ich eigentlich nur gesagt haben. Jetzt haben wir mal wieder... Und versteht mich nicht falsch. Nicht, dass jetzt jemand heißt, du hast auf Gronkh rumgehackt. Nein, ich mag, ich finde den total toll. Wegen ihm mache ich Let's Plays. Ich habe vorher nicht mal gewusst, dass es sowas gibt. Beziehungsweise mich immer gewundert, was das hier ist, wenn man bei YouTube nach einem Spiel gesucht hat und hat dann gesehen, wie einer in einem das vorspielt. Ich kannte das nicht unter dem Namen Let's Play. Und habe mir das wirklich viel angeguckt und war auch einer von den von den Usern, die halt wirklich von ganz hinten angefangen haben zu gucken und von den ersten Folgen und so weiter. Also versteht mich nicht falsch, ich bin ein Riesenfan von ihm, aber da hat er nicht so schön gearbeitet. Ist einfach eine Tatsache. Man muss auch mal sagen können, du kannst nur nachts schlafen. Ich kann auch tagsüber schlafen. Wenn man müde genug ist, kann man immer schlafen. Gute Nacht. So, und ich werde jetzt was ganz Fieses machen. Ihr werdet jetzt sehen, dass das Bild sich nicht bewegt, während ihr ein leichtes Schluckgeräusch vom Trinken hört. Weil ich leider zugeben muss, wenn ich nicht gerade husten muss oder niesen muss, wenn ich mit euch aufnehme, habe ich so viel geredet, dass mein Mund ganz trocken wird und ich was trinken muss. Und da ich heute ziemlich lange arbeiten musste und mich das alles sehr geschlaucht hat, ist einfach viel Flüssigkeit heute wirklich mal nötig. So, wir dürfen nicht vergessen, das Bett einzusammeln. Das müssen wir mal hier zusammenkluppen. Nein, habe ich das Bett eingesammelt? Nein. Nein, habe ich nicht. Ding. So. Weil das wäre es jetzt noch, das Bett hier vergessen. Und das Bett wird dann aufgelöst, anstatt diese ungeschickten Erdklumpen, die ich nicht haben möchte. So. Hier sind wir jetzt gleich mit dieser Ebene fertig. Und dann gehen wir mal oben auf die Steine und gucken, ob wir noch irgendwo Erdklumpen sehen. Oh Mann. Das sieht ja gar kein Ende. Ich habe ja gehofft, dass das Ding hier mal massiv Stein ist. So. Ja, wunderhübsch. Hier hinten noch. So, 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 so. Genau, hier hatten wir dann beim letzten Mal nur noch die Schaufel fertig gemacht. Ungefähr so geht's uns jetzt auch. Weil, wenn die Schaufel fertig ist, will ich dann auch erstmal wieder nach vorne und will eine neue Schaufel basteln. Ob ich das hier vielleicht einfach gerade mal zu Ende mache. Ob ich das diesmal hinkriege.
Na komm, Schaufel, halte. Du schaffst es. Ich würde sie am liebsten jetzt mit der Hand antragen. Wisst ihr was, das machen wir jetzt auch. So viel kann es jetzt hier nicht mehr sein. Nein, ich mache das nicht, um Sendezeit voll zu kriegen. So. Nein. Ich denke, das war jetzt ja okay, oder? Muss jetzt keiner weinen, deswegen. Hier haben wir unseren Aufgang, unseren zwei Breiten. Aber es wird. Also jetzt hier haben wir jetzt schon viel und hier vorne ist natürlich noch ein ganzes Stück, aber es wird, es wird, es wird. Und hier laden wir jetzt mal an die Seite so ein bisschen das Erde ab. Dim, 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 dim. La 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 la. Erde braucht doch keiner da. Stimmt jetzt so auch nicht. Gute Erde ist enorm wichtig. Also vor allen Dingen, wenn man Bauer ist oder sonst wie. So. Ja, nehmen wir das. Da unten schwimmt die Erde sozusagen. Ach ja. Wie sieht's aus? Mittag. Sehr schön. Die Hunde sitzen noch brav. Ja, wenn einem die Hunde nicht folgen würden, könnte man die hier auch als Wachhunde rumlaufen lassen, aber es geht leider nicht. Was wollte ich hier an der Truhe? Eigentlich nichts. Ich wollte doch hier hin. So, wir machen jetzt mal hier alles so. Dann machen wir mal... Ups. So. Machen wir so. Na toll, ein über. 1, 2, 3, 4, 5. Machen wir uns 10 Schaufeln. Es muss reichen, echt. So. Ja, und hacken müssen wir dann auch demnächst welche bauen. Oh Mann. Ja, wie wäre es erstmal mit was zu essen? Ofenkartoffeln oder Karotten? Oder gar gebraten? Nee, oder Ofenkartoffeln. Ofenkartoffeln sind immer gut. Mmh. Ich habe letztens gegrillt. Das war voll lecker. Schönen Fernsehabend gemacht, vorher gegrillt. Bisschen Game of Thrones geguckt. Ach, war das gut. Aber gut, ich will jetzt nicht für irgendwas Werbung machen. Entscheidet selber, ob ihr so einen Film gut finden könnt oder nicht, so eine Serie. So. Was jetzt wieder, du machst da Werbung für irgendwelche Filme. Nein, mache ich nicht. Müsst ihr für euch entscheiden, was ihr für Filme guckt. Hauptsache, ihr guckt meine Let's Plays. Mit denen ich, wie gesagt, vor ein paar, sagen wir mal, vor anderthalb Jahren noch gar nicht wusste, was das bedeutet. Sag mal, da unten fängt es jetzt wieder an mit Erde oder was? Das ist doch jetzt unglaublich. Wenn ich jetzt wüsste, wie weit man runtergehen muss. Also zur Not muss ich die Erde dann später nochmal abtragen. Oder das ist ja nervig. Wenn es jetzt nochmal hier so ein riesen Erdklumpen ist. Ich habe echt gehofft, dass das alles, wie soll ich sagen, Dings ist, massiver Stein. Naja gut. Vielleicht haben wir Glück und hier drüben ist alles... Ja, eins tiefer gehen wir noch. Auch eine Höhle oder was? Hoffentlich die Höhle, die